Ja, moin moin. In Zeiten von Shellys und Konsorten wird ein vernünftiges WLAN natürlich immer interessanter. Deswegen teste ich heute was für euch, nämlich den Unify Flex HD, ein Access Point aus dem Ubiquiti-Universum. Ich selber setze ja schon seit langer Zeit Unify-Komponenten ein. Also, ich sage bis gleich nach dem Intro. Ja, spätestens wenn da mehr als 30 Devices im Netzwerk angemeldet sind, da merken eben viele, dass da langsam etwas nicht stimmt. Und in Zeiten eben von günstigen Shelly-Produkten, ja, die das WLAN-Protokoll nutzen, dann kann es eben mal relativ schnell gehen. Ja, auch mit dem Projekt Connected Home über IP, also mit Amazon, Google, Apple etc., da könnte das Ganze nochmal verschärft werden. Wobei, da muss man erstmal abwarten, wie das WLAN-Protokoll dort überhaupt eine Rolle spielen wird. Tja, was sind denn diese Unify-Produkte überhaupt? Ja, vereinfacht gesagt, ein Produktzweig der Ubiquiti Networks, die eben mit WLAN-Adaptern angefangen haben und jetzt eine Vielzahl eben an Netzwerkprodukten herstellen. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz hier die Webseite, wo eben angefangen mit den Unified Security Gateways, also USGs abgekürzt, ja, Firewalls eigentlich, bis hin eben zu den verschiedenen Access Points und Switchen. Ja, Access Points hier mit PoE, das heißt gesagt mit der Möglichkeit eben das Ganze mit Strom zu versorgen, dann gibt es eben noch Netzwerkkameras, die man mit Strom versorgen kann und vieles mehr. Ja, aber das ist natürlich technische Natur. Ich empfehle deswegen eben nicht uneingeschränkt die Produkte, sondern eben man sollte sich ein bisschen mit der Materie auskennen oder zumindest die Bereitschaft haben, sich ein bisschen damit zu befassen. Ja, zu dem Cloud Key komme ich dann auch gleich noch, wenn es eben um die Installation geht. Ich selbst habe hier diese Unify AC Büro und hauptsächlich diese AC Mesh Access Points, ja, die, wie der Name schon sagt, eben ein Mesh-Netzwerk aufbauen können, wenn das benötigt wird. Ergo wird dann eben vereinfacht gesagt im 5 GHz Netz dann genutzt, um sich gegenseitig zu verbinden. Ja, die Dinge können Indoor und Outdoor eben genutzt werden. Im Moment nutze ich 3 Stück, um jeweils ein Stockwerk damit zu versorgen, allerdings mit Cat7 Kabel dran zum Konnektieren. Ja, jetzt schauen diese natürlich nicht so besonders toll aus und hübsch aus, um sie im Innenraum als Deko-Element zu platzieren. Ärger muss man natürlich schauen, wo man sie unauffällig platziert bekommt, ja, ohne eben die Nachteile der Abstrahlung zu bekommen. Außerdem haben sie eben nur 2x2 MIMO, im Gegensatz eben zum neuen Flex HD, der eigentlich auch noch hübsch ausschaut, Wave 2 unterstützt und eben 4x4 MIMO noch hat. Was auch schon ganz cool ist. Ja, da ich früher mal in der Elektrotechnik eben sehr viel mit Radartechnik zu tun gehabt habe in meinem Job, ja, ist mir das MIMO-Prinzip relativ bekannt. Ohne eben zu sehr in die Tiefe zu gehen, ja, gibt es eben mehrere Sende- und Empfangssysteme, um das Funksignal wird eben mehrfach empfangen. Das wird dann zusammengesetzt und das sind dann verbesserte Verbindungsqualitäten und Empfangsleistung damit eben möglich. Ja, vor allem dann in einem Haus, wo eben keine Sichtverbindung herrscht, kann es eben dann zu Reflexionen kommen und die können stören. Und dann kann eben so eine Antenne das Signal hervorragend bekommen und die andere eben nicht. Ja, jetzt steht bei dem Flex HD eben noch ein MU vorne dran, was eben heißt, dass mehrere Antennen verschiedene Datenströme schicken können. Also kann zum Beispiel so ein Laptop gleichzeitig eben mehrere Ströme empfangen, wenn er eben Multi-User-MIMO unterstützt. Ja. Und damit addieren sich dann eben auch die Durchsatzraten und, ja, und bei günstigen IoT-Geräten, also Internet of Things-Geräten, kann man eben gleichzeitig mehrere Dinge bedienen. So, jetzt aber genug Theorie, jetzt schauen wir uns endlich das Gerät selber mal an und gucken mal, was da drin war. So, dann schließen wir den PoE-Injector mal schnell an, das heißt einmal das Kabel rein und jetzt natürlich noch das LAN-Kabel zum Verbinden.
So, wenn man sich das Gerät selber so ein bisschen anschaut, bietet es eben die Möglichkeit, verschiedene Adapter zu nutzen. Das heißt, diese Adapter kann ich eben hier dran machen, angefangen eben mit dem normalen Adapter für den Standfuß. Das heißt, das ist hier gummiert, damit es eben nicht abgeht, kann das dann ganz normal hinstellen. Bietet allerdings auch die Möglichkeit, eben den anderen zu nutzen und kann hier das Ganze dann anschließen, um das an die Wand zu montieren. Das ist eine Möglichkeit. Kann das Teil aber auch an die Decke montieren. Auch das funktioniert. Oder eben zum Beispiel an ein Rohr. Das heißt, ich kann das Teil hier wirklich mit diesen Kabelbindern dann auch festmachen. Das heißt, hier sind die Möglichkeiten wirklich, ich hätte beinahe gesagt, schon fast unendlich. So, es wird ein sogenannter Unify-Controller benutzt. Den habe ich immer irgendwie in meinem Synology NAS gehabt, das heißt in einer Docker-Instanz. Das funktioniert relativ gut, braucht auch nicht viel Performance. Hier sieht man ja ungefähr 41 Devices im Moment und 3 Access Points, das heißt eben die Mesh-Teile. Ja, das Ganze wollte ich für euch allerdings und weil ich es auch selber wollte, schon die ganze Zeit endlich in Proxmox machen. Das heißt, ich habe das hier installiert, das ging relativ einfach. Da muss man wirklich die Software downloaden und gar nicht viel tun. Funktioniert 1A, geht relativ schnell. Ja, was man braucht ist Mongo, wie man hier sieht, Python und dann ist eigentlich schon gut. Ja, das Ganze ist wie gesagt ein Kinderspiel. Das heißt ganz normal hier ins Temp-Verzeichnis zum Downloaden, mit wget sich das Ganze dann holen und danach mit apt-get installieren. Es werden vielleicht dann noch ein paar Voraussetzungen gebraucht, wie gesagt Mongo etc. Und da es ein Container ist, da vielleicht noch das eine oder andere. Aber relativ simpel das Ganze. Ja, danach mit der IP-Adresse auf die Web-Oberfläche konnektieren und ganz normal, wie man hier sieht, das Setup beenden. Ich habe jetzt hier ja nur dieses eine Device. Ja, meine anderen Devices laufen im Moment natürlich noch weiter in meinem anderen Setup. Ja, das war's schon. Schon haben wir das Ganze eben eingebunden. Man sieht relativ einfach und erkennt auch, dass eben die AC-Mesh-Teile im anderen Netz sind. So, hier habe ich dann jetzt meine ersten Tests gemacht. Wie man sieht, sagt auch der Controller ein paar Sachen, die eben verkehrt laufen. Hier habe ich jetzt mein S10 und mein S7 mal genommen, um das Ganze zu testen. Ja, im Moment steht er ja im Keller und Erdgeschoss war überhaupt kein Problem, trotz Betondecke und Fußbodenheizung. Also soweit kann ich schon mal nicht klagen. Ja, hier sieht man so ein bisschen eben die Oberfläche, auch im neuen Dark Mode. Hier kann man dann entsprechend die Wireless Networks einrichten, bis zu 4 an der Zahl. Sind entsprechend möglich, das mit kombiniert 2,45 GHz oder auch getrennt eben dann einstellbar. Und ja, hier eben mal so ein bisschen was, was man beim Controller einstellen kann. Wie gesagt, das Ganze gibt es dann auch als Cloud Key. Und mit dem USG, das heißt mit der Firewall, natürlich noch viel, viel mehr möglich. Ja, ziehen wir mal ein kleines Fazit des Ganzen. Also ich finde den absolut in Ordnung. Für, glaube ich, 179 Euro ist damit ein bisschen teurer als der da. Hat ihn jetzt wirklich eine ganze Zeit auch im Wohnzimmer. Da kommt er dann auch gleich wieder hin, um eben wirklich mit meinen Vielzahl an Devices zu prüfen und muss sagen, es lohnt sich gegenüber diesem Gerät tatsächlich. Aber logisch, mit 4x4 etc., war das eigentlich auch klar. Das heißt, ich hatte eine bessere Ausleuchtung, die Reichweite war tatsächlich auch noch etwas besser in meinem Garten, wo ich getestet hatte. Also von dem her auf jeden Fall ganz cool. Ja, was das Design betrifft, brauche ich glaube ich gar nicht drüber reden. Ansonsten hatte ja die Merkmale wie eben auch Outdoor und so weiter und so fort, genauso eben wie dieses Gerät. Also von dem her,
jemand, der sich damit befassen möchte und vielleicht auch, was Security betrifft, noch ein bisschen weiter gehen möchte als vielleicht ein Gäste-WLAN, was die Fritzbox bietet, dem kann ich das ans Herz legen. Damit kann ich immerhin dann auch WLANs vernünftig betreiben. Habe ja auch schon mal ein Video, ich verlinke das da mal, etwas über WLANs gemacht gehabt und alles soweit ganz cool. Ja, ist natürlich klar, dass ein Controller benötigt wird. Das heißt, ihr braucht irgendwas oder ihr kauft euch den Cloud Key. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da kommen natürlich weitere Kosten auf euch zu. Aber ansonsten ein einfacher Raspberry Pi oder sowas reicht entsprechend auch aus, um diese Software zu betreiben. Und sie muss nicht ständig laufen. Ist zwar ganz gut, weil eben dann verschiedene Geschichten protokolliert werden, aber muss nicht. Es läuft eben auch ohne diese Controller-Software. Ja, das Ganze gibt es natürlich dann auch noch als Mobile-Variante. Das heißt, ihr könnt euch dann auch da in euren Controller einloggen. Das zeige ich euch auch mal hier. Das ist also auch gar kein Problem. Das heißt, ihr könnt auch von unterwegs entsprechend euch das Ganze anschauen, ob alles passt. Soweit ganz cool die Chose. So, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ja, konnte natürlich das ganze Thema jetzt nur ein bisschen anreißen. Das heißt, ich habe, ja, was den Controller betrifft, vor allen Dingen auch die neue Version, natürlich jetzt nicht so arg viel gezeigt gehabt. Vor allen Dingen vom Setup dann auch, wie man das macht. Möchtest du da mehr wissen, schreib mir ganz gerne mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich ja dann zu Unify Controller dann nochmal hier eine kleine Einführung, wie man was macht, wie man eben zum Beispiel auch das Ganze separiert, 2,45 GHz. Gibt ja mittlerweile bei den neuen Controller wenigstens jetzt eine einfache Möglichkeit. Da wird nämlich beim 2,4er einfach ein Präfix hinten dran gestellt. Das ist schon mal auf jeden Fall eine coole Sache bei der neuen Controller-Version, aber ansonsten ist es natürlich auch nicht immer, ja, benutzerfreundlich wie eine Fritzbox. Hast du noch Fragen? Gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ja, nochmal ganz kurz auf nächste Woche eingegangen. Es ist so, dass ich nächste Woche unter der Woche ein Audit habe. Was ist so ein Audit? Das heißt, ich und meine Kollegen und Kolleginnen werden so ein bisschen überprüft, auch was Security betrifft. Das heißt Server, Infrastruktur und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin ein bisschen gestresst möglicherweise und weiß nicht, ob ich es dann schaffen werde, unter der Woche die News zu machen. Ich versuche es natürlich für euch möglich zu machen. Ansonsten würde ich sagen, sieht man sich auf jeden Fall am nächsten Wochenende. Vergesst auf jeden Fall ein Abo nicht und die Glocke natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt hier auf dem Kanal. Ich sage so long, bis die Tage. Ciao, ciao, euer Jörg.